Guten Morgen an Tag 5 des Dezembers. Oh, ich nicht gestern schon die 5 gefunden. Ach, da ist sie ja. Ja, wir müssen heute Abend. Heute Morgen. Ich habe schon wieder so ein Kätzchen. Heute Abend Stiefel putzen, ne? Hm. Nicht vergessen. Wo ist denn die Tür eigentlich zu? Ja, hab ich. Auch zu? Geht nicht. Man sieht gar nichts mehr. Oh. Mhm. 10 Euro sparen, mindestens 50 Euro einkaufen. So. Und haben das da. Was hast du denn hier? Remi. Ah. Kasper. Und was Kaffeemäßiges? Cappuccino-Trüffel. Ah, da was Kaffeemäßiges. Was Rubbel mache ich nachher? Ich kann mich gerade nicht so richtig weg. Toll. Ah, ich habe es endlich geschafft, die Tasse frei zu rubbeln für heute. Und heute haben wir ein Kind auf dem Karussell im Auto. Genau. So, es ist kurz vor 9. Und ich gehe jetzt schlafen. Ich bin so müde. Stiefel sind geschrubbt, denn denk dran, morgen kommt der Nikolaus, ne? Ja. Daniel macht es einfach, der hat einfach seine neuen Schuhe. Frech nenne ich sowas, frech. Ja, Häkelsocke hängt auch. Genau, mal gucken. Was der Nikolaus hier morgen bringt, nicht? Ja. Oh Gott, das will. Aber hier sieht es schon deutlich besser aus. Wenn ich mich so umgucke, eher nicht, aber ich habe schon wieder ordentlich das weggeräumt. Von dem Chaos, was ich gestern gemacht habe. Ja, es wird. Rest mache ich dann morgen. Beziehungsweise ich muss ja noch 2 Listen aufschreiben. Und dann kann der Rest auch wieder erstmal weg. Ich würde die einen Stapel gerne stehen lassen. Ja, ich glaube, den Stapel muss ich stehen lassen. Das geht nicht anders. Aber der Rest kann auf jeden Fall weg. So. Und ich gehe jetzt in die Koje. Oh Gott. Wirst du noch den CKG-Kalender hören, den Track für heute. Den höre ich jetzt immer nach dem Zähneputzen vor dem endlichen Hörspiel. Dann kann ich es nicht vergessen, weil meistens vergesse ich sowas hier im Laufe des Tages oder sowas. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt so. Dann kann ich es nicht vergessen, hoffe ich jedenfalls. Und dann ist schnell. Genau. Guten Happy Birthday to you! Oh, Happy Birthday to you! Oh. Happy Birthday, lieber Daniel! Happy Birthday to you! Ich krieg halt die Nidus, hör auf damit. Boah, wie fies bist du denn? Am frühen Morgen! Ja! Wie soll ich denn so auf Arbeit schlafen können? Na, schlafen? Ich denke, da kannst du nicht schlafen. Nein, kann ich auch nicht. Siehst du? Na dann? Ja. Monster! Ja! Monster. Happy Birthday to you! Ich glaube, es ist ein Reißverschluss. Fliegertasche. Ja. Oh, mehr einpacken ging nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Ich hab's mir mal reingepackt. Handschuhe. Oh, 2 linke. Nicht schlecht. Gar nicht. Für deine Rollerfahrerei. Mischst du dich denn da ein? Mir möchte ich wieder rauslaufen. Ja. Passen? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Passen, richtig gut. Das ist sehr wunderbar. Dankeschön. Das ist ja noch nicht alles. Ich würde sagen, erstmal das Große.
Warum? Na. Naja, das wird zu kleiner. Ich will doch nicht sagen, was ich dir aufzumachen habe und was nicht. Ja? Ich ja, extra dahinter versteckt, damit das Große zuerst sind. Aber nein. Oh, sehr schöne Ersatzzahnbürsten. Meine ist übrigens schon breit. Du musst doch zeigen, was du da in der Hand hältst. Das sieht man so nicht so richtig gut. 16 Stück, seht ihr das? Nein. Ja, schon ein bisschen besser. Endlich wieder Zähne putzen. Schüttel. Ein Handstaub. Ja, genau. Guck mal. Das passt der Ding zum Bord. Ja, damit du endlich die Zähne putzen kannst. Dankeschön. Richtig schön. Das war das Geburtstagszeug. Das geht ja noch weiter heute, ne? Ist ja nicht nur Geburtstag Handschuhe heute. Und Zähne putzen. Mhm. Was ist das? Anleitung? Ja, passt der mal auf die Ratte auf. Mit Mütze natürlich. Schlüssel. Nee, Moni. Ja, wir kuscheln auch. Mal gucken, ob der Nikolaus da war. Da ist leer. Da war er nicht dran. Nee, war ja auch nicht draußen. Meine Schuhe. Deine Schuhe. Manche Bilder machen schon lieber Gott in der Wurst. Der Wurst. Ein Popo. So, Daniel, was wir da auspacken? Oh. Ja, ja, ja. Später? Reicht das? Nein! Ist ja nur noch eine Sache. Jetzt stell dich mal nicht so an hier. Kriegst ja wohin ausgepackt. Hm. Genau, mach's Futter. Nicht dran ziehen! Das ist besonders eingepackt. Besonders ausgepackt. Ich hoffe, es passt. Weiß ich nicht. Spätestens wird zu Hause wird sehen, oh mein Gott. Ein Zelt. Eine Wärmdecke. Die einzige Farbe, die in großer Größe noch vorhanden war, aber ich weiß halt nicht, ob die Größe die richtige Größe ist. Was die größte kann. Ich weiß. Ich sag ja nur. Aber ja, es sieht bisher passend aus, oder? Machst du mit hier, Eddie? Ja, ja. Immer mit dabei, ne? Ich hab ja auch noch was. Du hast ja auch noch was. Neben deiner Chips. Ey, den haben wir doch schon mal. Wie, den haben wir schon? Ich glaube, den haben wir schon. Kann ja nicht sein. Hallo. Sein Bruder. Dein Bruder. Aber ich glaube, den hast du vielleicht letztes Jahr wohl schon mal. Guck mal, Monichin. Den kennst du noch nicht. Ne? Du bist jetzt genau. Renn ruhig ins Bild. Das ist überhaupt gar kein. Ja. Los, ich mach erstmal hier Dingens auf. Eieiei. Ups. Wo ist denn die 6? Die hätte ich doch schon mal gesehen. Hier. Ne? Du kriegst bestimmt keine Stiefelchen, die hatten wir ja gestern. Ah. Der Weihnachtsmann als Nikolaus, oder wie war das? Ja, nee. Ich war eher auf dem Weihnachtsmann gerade. Soll wahrscheinlich Nikolaus sein. Aber nicht aus dem Bischof. Ja. Ach ja, hier gibt es heute ein großes Tüchel. Stimmt. Und die ersten 100 Euro oder so. Auch der Nikolaus kauft zum Aldi-Preis. Ist ja wunderbar. Hui, Schokolade. 5 Euro. Da steht zumindest schon drauf. Cool. Da steht es nie drauf. Ja gut, ich hole mal raus. So langsam macht mich diese Heizung echt aggressiv. Jetzt geht die schon wieder nicht. Was ist denn das? Oh, das Licht in der leeren Wohnung an.
Ja. Oh! Ich hasse Kälte! Dann kann ich genauso gut ins Büro gehen. Haben wir übrigens inzwischen intelligente Heizthermostate. Die gehen an, wenn jemand im Büro ist, also wenn jemand reinkommt. Und wenn man regelmäßig da ist, dann merkt es sich, wann man kommt und geht dann halt schon vorher an. Auch nicht schlecht. Aber das ist halt auch nur 19 Grad. Das ist auch nicht wirklich wärmer als hier. Oh Gott, und hier habe ich wenigstens meine Heizdecke oder ich kann mich andersweitig noch einkuscheln. Das geht auf Arbeit ja nicht. Oh, Manometer, ey. Bitte? Ach so, ja, ist 8 Uhr, alles klar. Gut, ja, dann mache ich mal hier weiter. Heieiei, ich frage mich gerade, seit wann die Wohnung da drüben leer steht. Jetzt kommen Handwerker. Okay, die lassen es immer so lange leer. Ich verstehe das immer nicht. Die könnten doch Geld damit verdienen mit Vermietung, oder? Also ich meine, ich als Vermieter würde eine Wohnung nicht lange stehen lassen, leer stehen lassen wollen. Aber vielleicht haben sie auch einfach keine Hand. Aber die haben es ja bei den anderen schon. Bei unseren Wohnungen hier und der anderen Wohnung drunter war ja auch immer so lange leer. Ja, und unsere war ja auch noch länger leer, bevor überhaupt ein hier Vermietungsgeding sie kamen, meinten sie ja. Okay. Ja, gut. Dann werde ich mal hier weitermachen. Bevor die beiden Blablas gleich beginnen. Oh. Schlimm, schlimm, schlimm. Daniel hat mir gerade ein Foto geschickt von seinen Geschenken auf Arbeit. Schokolade pur. Ist natürlich was für ihn, ne? Also langsam sollten die es, glaube ich, eigentlich wissen, oder? Er arbeitet ja nicht seit gestern da. Dass er so gut wie gar keine Schokolade isst. Aber er hat einen Mon Cheri Adventskalender geschenkt bekommen von seiner Kollegin. Das isst er dann wieder. Aber das andere, so Celebration. Oh, und er hat einen Schneemann, den man in heiße Milch tunkt, also reinpappst und dann löst er sich auf. Also wie heiße Schokolade, aber mit weißer Schokolade. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, ja. Ich habe gestern erst gesehen, dass es so eine Schokoladenbomben gibt. Wenn man die in den Kakao oder in Milch reinpappt, dann platzen die so auf mit Marshmallows und so ein Krams. Auch nicht schlecht. Ja. Naja. Mal gucken. Auf jeden Fall. Schokolade pur. Ich weiß nicht, ob deine Kollegin erst später kommt. Weil die wüsste auf jeden Fall, dass da keine Schokolade ist. Ich glaube nicht, dass was von ihr dabei ist. Schauen wir mal. Ob dann noch irgendwas Herzhaftes für ihn kommt. Ja, naja, mal gucken. Ach, ist das alles aufregend heute. Und ich muss heute definitiv früher Feierabend machen und dann die Zutaten für den Kuchen holen. Er weiß nämlich nicht, dass ich ihm heute einen Kuchen backe. Einen Käsekuchen, wie immer, logisch, und mit Kirschen drin. Den werde ich heute backen. Und deswegen mache ich heute ein bisschen früher Feierabend. Hole mir auf dem Rückweg dann noch eine Pizza. Mein Mittagessen. Und dann, jo. Sieht das so aus, dann backe ich hier heute ein bisschen Kuchen und mache es hier noch ein bisschen gemütlich, dafür, dass sein Geburtstag ja sehr mau ausfallen wird dieses Jahr, weil irgendwie keiner kann. Das ist total verrückt. Also, das heißt keiner, aber so gut wie keiner kann. Alle haben was vor an dem Tag. Also nicht heute, sondern am Samstag, wo er feiern wollte. Jo, so ist der. Ich drücke mich gerade wieder vor dem Kram. Ich sollte mal was machen. Puh, was für ein Stress heute. Jetzt mache ich erstmal einen Kaffee. Puh, Kuchen ist im Ofen. Ich bin frisch geduscht und geföhnt. Ich muss leider die Küche sauber machen. Aber ich hatte Pizza. Eine kleine 4 Jahreszeiten. Sehr lecker. Ja, das tat wirklich gut. Ich habe heute schon 12 Feierabend gemacht, zum Glück. Dann ja gleich Feierabend. Das hätte ich ja erst gar nicht geschafft. Ja. Ein bisschen Ordnung schaffen will ich hier auch noch. Der Tisch sieht auch wieder aus wie Sau. Ich weiß nicht, wie das immer passiert. Egal. Für den Großen will man gar nicht erst reden. Da hat er erst den ganzen Deko, Pappmüll, Geschenke, Pappmüll, irgendwas Pappmüll hingepackt. Jetzt möchte die Katze raus. Selbstverständlich möchte ich jetzt die Katze raus. Die Heizung geht auch immer noch nicht, glaube ich. Doch!
Mia, möchtest du wirklich jetzt raus? Jetzt, wo die Heizung wieder geht? Oh Gott, ich muss hier runterdrehen. Jetzt muss ich endlich wieder gehen, muss ich sie runterdrehen. Mir ist schon so kalt. Oh, es ist echt so ein Hin und Her, oder? Als wenn die das so einstellen, so, ach komm, nachbelassen, ein bisschen reicht schon. Keine Ahnung, ob das Absicht ist oder was. Ich hatte vorher aber wieder Klappern gehört in der Heizung. Vielleicht wird auch wieder jemand dran. Ich weiß es nicht. Es nervt einfach nur, wenn sie wieder ausfällt. Ja, was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Achso, der Baum ist halt nicht geschmückt. Aber es ist schon wieder dunkel. Man sieht gar nichts wahrscheinlich. Also, da hinten in der Ecke. Ich werde es gleich mal beleuchten. Und wenn nicht, mache ich mir das große Licht an. Und zeige euch dann gleich auch mal den Baum. Oh, Hilfe. Und wenn es jetzt nicht gut aussieht, dann versuche ich es morgen mal im Laufe des Tages, wo es ein bisschen heller ist. Ich meine, abgesehen davon, dass heute den ganzen Tag dunkel war. Also grau in grau in grau. Grauer geht gar nicht. Ach, aber jetzt wird es wirklich schon mehr dunkel. Von daher ist das jetzt ein bisschen schwierig. Ach, was ist überhaupt die Fernbedienung? Auch an diesem Wust. Okay, hier. Wartet. Wie wäre das on? Falsch rum, natürlich. On. Erstmal alle anschalten. Erstmal drum rumlaufen und alle anschalten. So. Und alle an? Weiß ich nicht. So. Okay. Daniel wollte ja bunt. Bunt, bunt. Bunt leuchten. Ich bin ja nicht für bunt leuchten. Da haben wir Farbwechsel drin. Die sind auch ein bisschen unterschiedlich hier anscheinend. Machen wir kurz Licht an. Zack. Ja. Aber er ist ansonsten rot, weiß, grün geschmückt. Außer mit ein paar Ausnahmen. Wie zum Beispiel hier die Tinkerbell. Oder der Muffin. Oder hier die tollen Kugeln, die ich ja zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Die hängen natürlich auch dran. Hier ist Moonlight. Wo sind die anderen? Hier ist Diablo. Mal suchen. Huch, Daniel, das weiß ich. Wo ist Mia? Mia fehlt noch. Hier ist Daniel. Ist Mia hinten? Wo ist Mia? Wo hat er Mia versteckt? Hä? Bin ich blind? Ich finde Mia nicht. Diablo, Mami? Wir beide? Ja, das ist sie nicht. Hä? Ich bin Mia gerade nicht. Das ist jetzt. Ja, ich muss sagen, Pinguine und Zuckerstangen und Stiefelchen und die finde ich ganz süß, die Geschenkpäckchen. Ja. Aber ich wundere, dass ich Mia nicht finde. Ich finde aber, wenn man hinten sitzt, dann hat man hier noch so eine Lücke. Ich habe inzwischen ganz heck gesagt, aber das interessiert ihn anscheinend nicht. Da müssen wir eine Kugel dran, naja, egal. Wo ist Mia? Also Mia ist zumindest wieder reingekommen, ich kann sie wieder zumachen. Das ist schon mal was. Aber wo ist die Kugel von ihr? Verwirrend. Naja, Mia hängt ja auch irgendwo ran. Ist ja klar, logisch. Was wären wir ohne Mia? Aufgeschmissen? Keine Ahnung. Gut. Ich suche sie mal, wenn ich sie gefunden habe, zeige ich sie nochmal. Ja, so ist schön, nicht? Das meiste ist natürlich neues Zeug. Wir haben ja keine Kugeln oder sonst was. Nee, die brauche ich nur neu kaufen. Ich habe Mia gefunden, die war irgendwo hier so versteckt. Guck mal, hier hinter, glaube ich, wo man sie gar nicht sehen konnte. Ich habe sie jetzt hier hingehangen. Da sieht man sie wenigstens. Sowas. Kann ja nicht wahr sein. Daniel rief gerade an, als er Feierabend hat. Und fragt dann so, na, was hast du denn gekocht? Ich so, gekocht? Das wäre mein Geburtstag, als wenn ich kochen würde. Aber du hast einen Käsekuchen gebacken, oder? Was soll ich denn da sagen? Natürlich habe ich Nein gesagt. Warum soll ich das tun? Dann habe ich so gezeigt, als wenn, soll ich das nur anfangen zu backen? Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Keine Ahnung, ob er erwartet, dass er einen bekommt oder ob er hofft, dass er einen bekommt oder ob er erst dann gefragt, kommt keinen mehr. Na klar habe ich einen Käsekuchen gebacken. Was, logisch. Oh nein.
Logisch. Ich lese übrigens gerade Schneechaos im Winterstein. Oh, Beleuchtung ist super. Ja, es gibt es nämlich heute, das gibt es heute als kostenloses E-Book oder ab heute und Hörbuch und wenn man es ausdrucken möchte, auf der Flüsterwald-Seite zum Ausdrucken und so weiter und so fort. Ja, ich bin jetzt beim 4. Kapitel, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, also ich bin bei 50% ungefähr. Ja, es ist wieder so schön und Rani ist so, ah, ich liebe Rani, Rani ist der beste Rani, übrigens hier Rani ist er. Gerade oben drauf. Ja, das ist Rani. Der ist so toll. Der ist so großartig. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Ja, und ich lese jetzt weiter. Und warte, ob es dann nach Hause kommt. Und dann soll ich meiner Mutter Bescheid sagen, dass sie anrufen können. Hätte ich doch fast vergessen, Tasse aufzurubbeln. Guck mal. Ein, ich würde sagen, ein Waschbär mit Mütze. Der da? Ich glaube schon, ne? Ich würde es für einen Waschbär halten. Was sagt ihr? Ich finde die Tasse echt süß. Ich bin gespannt, wie sie hinterher komplett aussieht. Und eins steht fest, am ersten Weihnachtsfeiertag wird das meine Kaffeetasse werden. Definitiv. Rani hat noch mehr Stücke Döns bestellt. Ist das nicht hübsch? Wir haben Geschenke unterm Baum. Und sie leuchten.